Hallo ihr Lieben und willkommen zu unserem fünften Tag unseres Helen's Words Projekt. Wir haben heute Donnerstag, den 5. Mai und es ist gerade 20 Uhr. Nachher will ich immer früher drehen, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Ich suchte gerade den Prozess von, also den Entscheidungsprozess von Johnny Depp. Also, unser drittes Vögelchen heute mit denselben Farben, wie wir schon die ganze Zeit benutzen. Und heute muss ich das so drehen. Kann ich das so machen? Ja, ich glaube, es wird besser. Ich überlege gerade, wie ich das mache heute. Das ist das Falsche. Nehmen wir warm Gray und warm. Ich möchte das heute machen. Also hier möchte ich mehr Weiß heute. Dann wird hier so mit grau-rötlich. Hier wird es rötlich sein. Ne, hier wird es gräulich sein. So. Hier Weiß. Hier rötlich. Und hier bläulich, okay. Ich musste gerade kurz überlegen, ne? Also grau, wo ist mein Gelb? 942. Wollte ich hier gelblich, weil ich will das so ein bisschen, dass ich weiß, wo ich dann entlang mache. Hier. Mache ich nochmal, dass ich das besser sehen kann. Und hier weiß und hier blau. Weil ich finde den Kontrast gar nicht mehr so schlecht. Deswegen mache ich das jetzt hier. Da kommt weiß und dann ist hier blau. Und hier, dann könnte ich ja hier, dann eher hier so gläulich. Ich rede gerade mit mir selber, ne? Leute, nicht wundern. Ich Dummkopf. Ich wollte doch den Vogel machen. Egal, jetzt machen wir heute den Vogel. Okay, dann ist morgen der dran. Kann passieren. Sollte aber eigentlich passieren. So, jetzt suche ich mein 20% Warm Gray. Das ist 10,51. Und dann mache ich das hier so. Natürlich habe ich gerade so komisch geschnauft. Jetzt nehme ich 30%. Seid ihr nah genug? Ich weiß es gar nicht. Moment. Jetzt nehme ich Cult Grey und zwar, ne, Cool Grey, genau, Cult Grey. Und zwar habe ich noch hier einen helleren. Ich nehme hier den 30%igen. Ich kann nicht reden, Leute. Sorry.
Das mache ich so, damit ich so ein bisschen einen Kontrast habe, wenn ich nachher mit der weißen Farbe reingehe. Hier sollte die auch weich sein. Jetzt nehme ich das Blau. Was ist das? Bordeaux Blue haben wir jetzt hier. Leid. Ich bin ein bisschen zerstreut heute, Entschuldigung. Jetzt nehme ich 904, das ist Light Cerulean Blue. Cerulean Blue. Ihr wisst, ich bin kein Profi, ne? Deswegen kann sein, dass ich falsche Technik anwende oder noch was. Aber das ist halt meine Art zu malen. Und am Schluss finde ich, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ah, hier war auch weiß, okay. Wir müssen hier mit Grau. Was habe ich hier? Nochmal 30% Cool Grey. Ich finde, das ist schlimm, gerade so mit meinen Zerstreutheit. Aber auch Kopfschmerzen und total so, also wirklich so. Dann nehme ich aber etwas dunkleren, nämlich 103 Cerulean Blue. Sorry für meine kleinen Rübse. Also die Kohlensäure kommt ja von alleine hoch. Also ich habe hier noch nicht mal extra. Ich weiß nicht, ob ich das... Das ist hier. Das geht nicht, das ist so geknickt. Und dann nehme ich 208 in den Thronenblumen.
Ja, sehr gesprächig, ne? Aber ich glaube, es ist besser, ich halte einfach meinen Mund. Bevor dort nur was rauskommt, was keinen Sinn ergibt. Jetzt nehme ich schwarz. Ich nehme gleich den größeren Stift, da kann ich dann bessere, härtere Linien ziehen als mit dem hier. Endlich ist bald Wochenende. Wochenende, hoch die Hände. Wann kommt die Mia nach 3 Wochen? Kommt sie nach Hause? Und am Sonntagmittag fährt sie wieder. So, jetzt nehme ich hier meinen anderen schwarzen. Mache ich ihn ein bisschen spitze? Nee, doch. Das sah gerade wie braun aus, also meine Augen haben mir gerade einen kleinen Streich gespielt. So, jetzt nehme ich Born Okra. Aber warten kurz mal, meine Finger knacken. Das ist 943. Das können wir ganz kurz schützen. Dann nehme ich Sienna Braun 945. Und dann nehme ich, was nehme ich denn jetzt? Hier habe ich ja gesagt, wenn ich weiß, okay, dann aktiviere ich jetzt hier meinen weißen Stift. Nee, wisst ihr, was ich mache? Ich aktiviere jetzt nicht meinen. Ich nehme jetzt Powder Blue und gehe so drüber, weil dann mache ich weiß. Dann kann ich so, so über das Blaue drüber legen. Also als ob ich die Härchen über das Blaue drüber lege. Genauso wie mit dem Yellow Ochre nehme ich jetzt. Mache dasselbe auch hier. Dann kann ich mit Schwarz gehen, um so ein bisschen besser so mit dem Schwarzen drüber. Als ob die Härchen, also die Federn über das Braune sich legen.
So, jetzt nehme ich Warm Grey 10%. Mache das auch hier. Und hier nehme ich, wo ist das jetzt? Ich habe das gerade irgendwo hier hingelegt. Nein. Sag mal. Also ich bin heute echt ein bisschen gaga. Ja, wo bist du denn jetzt? Sag mal. Da liegt's doch und ich sehe das nicht. 10% Grey, Cool Grey, 10,59. Mache ich hier nur ganz, ganz, ganz vorsichtig. Aber wirklich ganz vorsichtig. So, jetzt aktiviere ich meinen weißen Stift. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil meine rechte Hand habe ich ja den Tennisarm. Also die Entzündung ist da drin. Muss ich echt ein bisschen aufpassen. Das gefällt mir hier unten nicht so ganz. Hier mal ein bisschen besser ausarbeiten. Sag mal. Ella zuschaut, denkt sie bestimmt, mein Gott, was macht sie da?
so, wie ich das haben möchte hier. Ach, heute ist nicht mein Tag, ich sag euch. Nehme ich meinen blauen hier. Mein schwarzer Stift. Nehme ich 30% Kohlgrün. Und dann nehme ich meinen weißen Stift. So, ihr Lieben, das war mein dritter Vogel. Ein bisschen chaotisch, aber habe ich es trotzdem irgendwie geschafft. Wie gesagt, heute, glaube ich, ist nicht so mein Tag. Aber egal, ich wünsche euch trotzdem was. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu unserem letzten Vogel. Also ihr Lieben, bis morgen. Ciao, eure Helene.